Paul Flora wurde 1922 in Glons im Vinschgau in Südtirol geboren. 1927 übersiedelte er im Alter von 6 Jahren mit seiner Familie nach Innsbruck in Nordtirol. Hier sollte bis zu seinem Tode 2009 sein Lebensmittelpunkt sein. Nach der erfolgreichen Matura in der Tiroler Landeshauptstadt zog es ihn nach München, wo er an der Akademie der Bildenden Künste 1942 sein Studium bei Adolf Schinnerer und Olaf Gulbranson aufnahm. 2 Semester besuchte er den Abendakt bei Max von Easterle. Die Ausbildung selbst war aber nur von kurzer Dauer. 1944 wurde er zum Kriegsdienst in Italien, Ungarn und der Slowakei eingezogen. 1945 kehrte er nach kurzer US-amerikanischer Gefangenschaft wieder nach Tirol zurück und war seitdem als freischaffender Künstler in Innsbruck tätig. Im selben Herbst bestritt er seine erste Ausstellung in Bern. Eine zweite folgte im Tiroler Volkskundemuseum. In seinen ersten Schaffensjahren ist Paul Flora stark von Alfred Kubin geprägt, den er ab 1951 zweimal in Zwicklet in Oberösterreich besucht und mit dem ihn bis zu dessen Tod eine langjährige Brieffreundschaft verbindet. Die beiden Künstler tauschen Arbeiten untereinander aus. Während für Kubin die Kunst ein Mittel der Therapie ist, sich Ängste und Obsessionen von der Seele zu zeichnen, mildert Paul Flora seinen Hang zum Düsteren, zu Unheimlichkeiten, stets ins ironisch Liebenswürdige ab. Er ist Satiriker, nicht Zyniker, ein scharfer Beobachter mit feiner Klinge und spitzer Feder. Über die Jahre seine Grafik zurückblätternd, erkennt man wenig wesenhafte Veränderung. Eine der ersten Zeichnungen, die in der Ausstellung zu sehen ist, ist mit ungewöhnlich fettem Strich ausgeführt und stammt aus dem Jahr 1938. In den 50er Jahren wendet er sich einer dünnlinigen, zarten Umrisszeichnung zu und entwickelt seine unverkennbare Strichtechnik mit der Tuschfeder, mit der er weit über Europa hinaus identifiziert wird. In den 60er Jahren wird der Strich fester und die Umrisslinie dicker. Wenige der frühen Arbeiten sind auch aquarelliert. Ab den 70er Jahren beginnt die Schraffur auf eine unverwechselbare Art das Blatt zu erobern. Mit seinen nervösen Strichgewittern, mit einer fein abgestuften Kontrastierung von hell zu dunkel und den daraus entstehenden verschiedenen Grautönen erzeugt er seine vielfältigen, vorwiegend melancholischen Stimmungen. Die Farbe verschwindet fast völlig aus seinem Werk. Ab den 80er Jahren beginnt er wieder verstärkt Farbe als malerisches Element einzusetzen, jedoch dann vorwiegend Farbstifte. Ergänzt wird sein Werk um die Bleistiftzeichnung, ein Intermezzo der 80er. Doch blieb er bis zum Schluss ein Meister der Feder. Bis zu seinem Tod am 15. Mai 2009 ist er unermüdlich künstlerisch tätig. Noch am letzten Tag zeichnet er 5 winzige Werke für seine 5 Enkelkinder. Paul Flora starb in der Nacht auf den 15. Mai 2009 in einem Innsbrucker Krankenhaus im Kreise seiner Familie. Auf eigenen Wunsch wurde Paul Flora auf dem Friedhof seiner Geburtsgemeinde Glons begraben. An Floras 89. Geburtstag, am 29. Juni 2011, widmete ihm die Stadt Glons posthum das Paul-Flora-Museum im Tauferer Turm. Dort ist seitdem diese Dauerausstellung zu Leben und Werk zu sehen. Flora wurde in seiner grafischen Eindrücklichkeit wegweisend für das 20. Jahrhundert und prägte es als Zeichner wie kein anderer. So wurde er nicht nur einer der wichtigsten, sondern auch einer der beliebtesten Zeichner Europas.
Der Künstler war stolz darauf, dass seine Zeichnungen nicht nur in Museen, sondern in tausenden Wohnzimmern sogenannter einfacher Leute hängen. Und seine Kunst, die ihm gleichsam Lebenselixier war, ist tatsächlich für alle da. Subtil und hintergründig erfreut sie den Kenner der grafischen Tradition ebenso wie den Betrachter, der sich ihr ohne kunstgeschichtliches Vorwissen nähert. Günther Nenning schrieb 2003 über Paul Flora: Seine Kunst ist keine Kunst, die erst Kunst wird, wenn uns ein Fachmann erklärt, das ist Kunst. Nebenbei, auch der Fachmann sagt, Flora ist Kunst. Floras Werke finden sich weltweit in vielen Museen und Galerien. Zahlreiche Ausstellungen in international renommierten Häusern, wie die Wiener Secession, Albertina, Ferdinandeum, das Folkwang-Museum Essen oder die Bayerische Akademie der Schönen Künste, um nur einige zu nennen, begleiteten sein Künstlerleben. Und viele öffentliche Auszeichnungen ehren seine erfolgreiche künstlerische Laufbahn.